Jetzt bin ich gespannt, was mich erwartet. Ich habe gerade bei SMW Central einen Hack runtergeladen, der heißt Secret of Mario und der soll wohl sich selbst generieren, immer wieder bis ins Unendliche und zwar im Kaizo-Stil. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passieren wird. Es gibt irgendwie drei Modi, eins mit Ende und Boss, eins einfach so in Infinite One oder sowas, wie heißt's? Ja, Infinite Mode, No End, just see how long you can survive. Speedrun Mode mit Fast Forward Button. Selbst wenn man Save States nutzt, hat er geschrieben, scheint es so zu sein, dass. Ach so, Moment, habe ich den Control überhaupt an? Ha, verflucht. Oh no. Können wir einfach mal wieder kurz mit Keyboard spielen? Um das uns anzugucken, das wäre super. Ich habe jetzt gerade das Gamepad nicht aktiv. Ups, egal. Das heißt, ich muss hier ganz schnell wieder umstellen. Was hatte ich denn? Hilfe! Das ist jetzt nicht so gut. Ich habe keine Ahnung. War das. Komm, das war jetzt. Hallo? Ich drücke E, aber es tut sich nichts. Hä? Hilfe? Hilfe? Escape to clear nützt auch nichts. Hilfe? Was jetzt passiert? Ah. Gott, ich dachte gerade schon, ne? So, Rewind ist das da, das haut dann hin. Okay, wir probieren es einfach mal so. Ist jetzt ja wurscht. Ja. Sorry für den Start. Das war jetzt interessant. Weil ich gerade irritiert war. Jedenfalls, wie gesagt, es soll sich alles selbst generieren. Gucken wir uns das einfach mal an. Das heißt, es wird ein Hack sein, den wir jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit spielen, sondern ich will jetzt sowieso auch nur kurz in Vordings auf heute Abend. Da wird wahrscheinlich dann gleich ein Mario Maker-Video kommen, weil wir müssen uns wahrscheinlich in Mario Maker erstmal ein bisschen umgucken, bevor ich mich da an User-Level mache. Aber solltet ihr User-Level oder so generieren und bauen und Dings einfach. Ja, weiß ich gar nicht, wie ihr das einschicken sollt. Schreibt es in die Kommentare? Fragezeichen. Woher weiß ich denn dann, dass es von jedem, von jeweils von der Person ist und nicht irgendein anderes? Muss ich mir noch was überlegen. The world was peaceful again, but the time flows like a river and history repeats. Okay. Lass mich ins Spiel. Info and settings. Descending dark, Speedrun mode, Infinite. Ah, okay, verstehe. Okay, alles klar. Also Info and settings. Wir kriegen erstmal ein bisschen was erklärt. Das finde ich gut. These levels are poor, ja, das habe ich schon gesagt. Ja. Don't forget that holding one works for speed even while falling. Ja. In Speedrun-Mode. L oder R2 fast forward. Okay, das ist interessant. This box will enable or disable the scrolling backgrounds. Wenn die nicht zu so dumm sind, lassen wir die erstmal drin. Keine Ahnung. Also, dann spielen wir einfach nochmal Descending Dark. Ah, fällt man nur die ganze Zeit, oder was ist das? Ist tatsächlich was völlig anderes. Okay, jetzt kommt wieder sowas hier. Aber es wird also komplett zufällig generiert. Geh weg. Uff, okay, jetzt bin ich bis 10 gekommen. Ah, ich verstehe das Konzept. Aua. Aber man fällt also die ganze Zeit nur. Okay. Ich dachte, es ist so ein richtiger Kai, so Hack, aber es ist dann so ein Drop. So ein Drop, der random generiert wird. Hätte mich jetzt auch gewundert, wie man den richtigen Kai so Hack noch random generieren soll. Das wäre interessant geworden. Jetzt frage ich mich vor allem, wie viel von dem, was kommen kann, haben wir schon gesehen. Okay, das hatten wir zum Beispiel noch nicht. Ja, das ist neu.
Aber super interessantes Konzept auf jeden Fall. Sind wir schon bei 12? Boah, ich werde es gleich. Ich hab's gewusst. Alter, es ist enger der zweite Weg diesmal. Eieieiei. Ich frage mich, ob er auch was generieren kann, das nicht schaffbar ist. Ich weiß es nicht. Wir werden. Ach Gott. Wir werden sehen. Ja, okay, das ist gut generiert auf jeden Fall. Aber nicht was aus sogar. Ei. Nein. Oh. Ich glaube, das ist aber sogar diesmal mit Tastatur in dem Fall schlauer als mit Gamepad. Ist okay. Damit bin ich einverstanden. Jetzt verstehe ich auch, warum LR fast forwardet. Wenn man zum Beispiel in so einem Abschnitt ist, dann will man da vielleicht schneller, ne? Hier will man jetzt Gas geben für den Speedrun. Das ist neu. Deswegen, ich sage ja, ich frage mich, was es alles für verschiedene Modi gibt. Wann der Boss kommt, ob der bei 50 Sternen kommt oder bei 100 oder bei 200. Man weiß es nicht so genau. Oder ob es einen Checkpoint gibt oder sowas. Keine Ahnung. So weit waren wir noch nie, ne? 20 hat man noch nicht, oder? Ich glaube, 20 hat man noch nicht. Und kriegen wir auch nicht. Ei. Okay. Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, nur... Also das, was ich gerade hatte mit dem Wind. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn man das dann bei 50 bekommt, dann ist es wieder, dann ist man wieder so aufgeregt, dass man das halt versaut. Ne? Das ist eigentlich auch einfach. Die seitlichen Dinge interessieren zum Beispiel überhaupt keinen. Sondern der letzte, habe ich gesehen, der letzte fällt. Also gehe ich da nicht mit. Eben weil der fällt. Und nochmal das gleiche. Da habe ich kein Problem mit. Wir können auch die... Nein! Ich wollte gerade sagen, wir können auch die ganze Zeit einfach diesen Modus machen. Aber der mit der Säge, der, da bin ich nicht so der Fan von bisher. Ja, das ist der mit dem Modus bin ich voll einverstanden. Oh Gott. Und da fällt das Ding dann noch. Okay. Ach so, jetzt verstehe ich das auch mit dem Scrollen Background. Nee, das finde ich okay, das stört überhaupt nicht. Das macht sogar ein bisschen mehr was von der Atmosphäre aus. Das finde ich gut. Was? What? What? Ach so, indem ich die treffe, mache ich mir hier den Weg. Ah. Kommt das immer bei 17? Oder war das jetzt auch Zufall? Weil das hatten wir ja noch nie am Anfang. Also vielleicht ist es doch so ein bisschen abgestuft zumindest, dass man... Dass so ein paar Sachen am Anfang kommen, ein paar Sachen können in der Mitte kommen. Was tue ich? Was tue ich? Oh. Okay. Ah, nochmal das gleiche. Was mache ich denn? Warum bin ich denn so? Ja, das war klug. Jetzt verlassen mich meine Augen schon wieder, ich merke es gerade. Ah. Okay. Wie gesagt, das mag ich. Das kann man eigentlich die ganze Zeit machen, wenn da nicht sowas kommt. Okay. Jawohl. Dafür. Das ist mein Modus. Und nochmal. Schade. Das ist nicht so ein schöner... Der kann kritisch werden. Uff. Okay, kommt jetzt wieder die Blume? Nein.
Das heißt, die kommt nichts grundsätzlich an der Stelle. Nein, tatsächlich nicht. Ah, Mist. Okay, dann werden wir jetzt mal mit Save States anfangen. Und, weil ich will natürlich das einmal durchgucken, wie weit es geht. Das heißt, ich werde jeden Abschnitt, den ich schaffe, mit einem State besetzen. Es kommt dann natürlich nicht der gleiche, der danach gekommen wäre. Das ist mir bewusst, aber ne, einfach so von den Punkten her. Ne, ich setze jetzt einen State, zack. Und wenn ich den nachher laden sollte, dann starten wir halt bei 4 Punkten. Versteht ihr? So, und jetzt so würden wir jetzt bei 8 Punkten starten. Ach, guck mal, da kommen die Blumen. Okay, und jetzt kommen die Blumen halt nicht. Seht ihr? Das war als, weil das zufällig generiert wird. Also der Weg ist nie der gleiche. Innerhalb, wenn man jetzt einen State setzt, wahrscheinlich schon. Aber eben unter, also außerhalb dieser Abschnitte nicht mehr. Aber ich würde natürlich gerne mal alles sehen. Bisher musste ich nicht laden, ich will es nur kurz erwähnen. Also einmal ja, aber halt seitdem ich geladen habe, musste ich nicht mehr laden. Bisher setze ich nur. Ist aber auch gerade ein echt guter Randomizer. Das ist sehr freundlich für mich. Oh, das ist nicht freundlich. Oh, das ist ein enger Weg. Oh, das ist... Ja, RIP. RIP. Aber jetzt habe ich es vielleicht so gesetzt, dass ich immer den Weg hier bekomme. Wahrscheinlich habe ich... Ah, guck mal, ich habe es jetzt genau in dem Moment... Oh, doch nicht. Guck mal, das ist jetzt interessant. Der hat jetzt zweimal das gleiche geladen und dann aber doch nicht mehr. Faszinierend. Oh, es gibt Midway Points. Okay, bei 30 gab es einen Midway Point. Beziehungsweise... Hä? Oh. Neuer Abschnitt also, ja? Oder auch nicht. Aber es gibt also Midway Points. So alle, also so ungefähr... Ja, wie viel Sterne sind ein Abschnitt? Ich glaube so 5 bis 6 Sterne. Also ungefähr 5 bis 6 Abschnitte muss man am Stück schaffen. Dann kommt man weiter. Puh. Oh, schade, ich hätte das mit den Münzen gerne wieder. Das war cool. Jetzt kommt das halt nicht. Das ist auch neu. Was? Okay. Alles klar. Jetzt kommt das nicht mehr. Na, schade. Aber dann hat man halt auch wirklich komplettes Glück, was kommt, ne? Es kann ein sehr freundliches Zeug... Was? Was? Was hätte ich tun sollen? What? Wo riecht da Shells her? Hä? Was? Ach, das sind Shells. Ach so, diese grauen Dinger sind die... Ah! Das sind die... Oh Gott, okay, verstanden. Es kommt jetzt sogar immer wieder, interessanterweise. What the fuck? Interessant, dass es jetzt immer wieder kommt. Wahrscheinlich habe ich es jetzt wieder so gespeichert, dass es eben... Ah, aber der Abschnitt ist selber jetzt wieder random. Das ist auch interessant. Selbst der Abschnitt kommt zwar... Okay, jetzt nicht mehr. Alter, das ist ja echt faszinierend. Okay, und da muss ich jetzt 8 Münzen sammeln. Ja, jetzt habe ich wieder was ich schaffe. So kann man natürlich auch die Abschnitte durchkriegen, ne? Einfach immer so lange laden, bis der beste Abschnitt kommt, den man braucht. Aber okay, verstanden. Sehr cooles Konzept. Die ersten Male kommt wahrscheinlich genau das, was man hatte, und dann irgendwann wird es wieder neu generiert. Faszinierend. Ja, noch ist es mal das Gleiche. Aber wenn ich jetzt zum dritten oder vierten Mal lade, dann wird es wahrscheinlich das was Neues sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden es nicht mehr erleben. Wenn ich einen neuen State habe. Der ist jetzt sogar relativ am Anfang, von dem ich glaube, da kommt jetzt wirklich nichts anderes. Ich glaube, jetzt müssen wir das hier durchspielen. Aber da sind wir jetzt wirklich schon in dem reingeladenen Abschnitt drin. Ja, okay. Aber wir haben es ja auch hingekriegt. Was tu...
Ich würde es jetzt hier auf den Controller schieben, der die Batterie versagt, aber leider spiele ich mit Tastatur. Warum? Hä? Oh nein. Das verstehe ich noch nicht. Muss ich die da fallen lassen oder was? Ja gut, wir werden es nicht erfahren. Noch nicht. Wenn der Abschnitt mal wieder kommt, werden wir es erfahren, aber... Er kommt im Moment noch nicht wieder. Nice. Oh! Was ist jetzt passiert? Boss! Oder was? Jetzt will ich nur kurz wissen, startet man jetzt beim Boss? Wahrscheinlich ja, ne? Okay. Na dann schauen wir mal. Ja, das, okay, probieren wir den erstmal ohne States und schauen mal, was so passiert. Aha. Weil ich weiß halt nicht, was ich tun muss. Aber gut, das weiß man natürlich nicht. Also ich muss so einen Block wahrscheinlich nehmen und dann muss ich das Viech da abschießen oder muss ich ihn abschießen damit? Oder muss ich den erstmal behalten und damit mich einfach nur verteidigen? Ah ja. Ah, okay, jetzt schießt er von da oben. Jetzt kommt wieder so ein Ding und da komme ich jetzt aber nicht dran vor. Okay, alles klar, verstanden. Das war ein Treffer, okay. Und wenn ich ihn damit treffe, kommt er oben hin. Und, okay. Aber kann ich ihn jetzt da nochmal abschießen, wenn ich nach oben werfe, das Ding? Ist das dann erst der eigentliche Treffer oder ist das schon ein Treffer, was ich hier mache? Weil das Geräusch kommt ja vor dem Treffer, ne? Und so treffe ich ihn ja tatsächlich nicht mehr. Also da wäre es fast schlauer, den Block zu behalten. Weil jetzt habe ich keinen mehr. Na, jetzt habe ich wieder einen. Ach, dumm. Nein, ich habe es verfehlt. Schlecht. Ah, jetzt geht er auf jeden Fall nicht nach oben. Jetzt erst geht er nach oben. Ah, Mist. Cool. Das ist genau, was ich wollte. Oh, no. So, und jetzt geht er oben hin. Aber kann ich ihn da abschießen oder eben nicht? Das weiß ich halt nicht, ob ich da was machen kann. Oder ob er da einfach, ob ich da einfach nur ausweichen muss und ihn dann das nächste Mal wieder treffe. So kommt es mir aktuell halt vor. Das war blöd. What? Jetzt kommt das ganze Ding oder was? Wäre das jetzt erst der erste richtige Hit gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich treffe ihn halt nicht. Wow. Das wollte ich nicht. Wow. Ich treffe ihn halt einfach nicht. Gut. Weiß halt nicht, ob ich ihn da treffen kann oder nicht, wenn er da oben ist. Bisher kam es mir nicht so rüber, als ob ich ihn da treffen könnte. Ah. Cool. Jetzt habe ich halt den Block nicht. Ja, ist halt blöd. Ja, cool. Ja, das war nicht so klug. Nee, also das nützt. Da kann ich nichts mit anfangen mit dem Ding. Da muss ich einfach ausweichen, wenn er von oben schießt. Anscheinend. Ah, schade.
Ich werde mal jetzt pro Treffer einen State setzen. Dass wir sehen, wie weit das geht. Ja, cool. Oder auch nicht. Ja, vielleicht setze ich auch nicht pro Treffer einen. Oh. Ja, der kommt das auch von selber da mal raus. Interessant. Also, ne, bei jedem Treffer setze ich einen neuen State und ansonsten läuft es erstmal weiter. Mist. Jetzt geht er wieder oben hin. Oh, jetzt verändert es sich aber. Jetzt geht er zweimal, macht er das schon. Okay, das heißt, es verändert sich tatsächlich was durch diese Treffer. In Anführungszeichen, Treffer. Oh, okay. Ja. Verstanden, dann werden es immer mehr. Jetzt haben wir praktisch zwei Treffer. So geht's nicht weiter. Ich hatte den direkt ran. Ja, sehr gut. Und jetzt. Ah, Mist. Wollte ich sagen, kommt der dritte Treffer, aber ich hab's verhauen. Oh, das war blöd. Okay, vielleicht warte ich ein bisschen. Jetzt ist er dann praktisch schon in der dritten Stufe. Ja. Merkt man schon, dass er dann nochmal aggressiver wird. Jetzt schießt er dreimal. Alles klar. Das heißt, jetzt kommt der vierte Treffer. Irgendwann. Oh. Interessant. Oh, jetzt schießt er schon zweimal. Okay. Also doppelt, nicht zweimal. Falscher Ausdruck. Kann ich da in der Mitte durch? In der Mitte durch ist wahrscheinlich nicht so klug. Wahrscheinlich so überhaupt nicht. Ja. Ah, was mache ich denn? Nur Quatsch. Nein! So, und jetzt muss ich ein bisschen rüber. Also auch hier ist natürlich wieder Glück, wie es generiert wird, ne? Man kann ein gutes Pattern erwischen und man kann halt auch... Oh, nice. Total Mist erwischen. Okay. Aber ich setze den State erst, wenn ich wieder getroffen habe. So, jetzt. Ach so. Okay. Also man muss ihn fünfmal treffen. Nice. Sehr interessant. So, und das ist dann praktisch das Ganze mit einem Timer. Und LR würde das hier tun. Okay, alles klar. Cool. Ja, und dann würde man hier mit einem Timer arbeiten. Es würde mich nur interessieren, wenn ich jetzt hier State setze, dann würde der Timer sich wahrscheinlich resetten, ne? Ja, okay. Aber klar, wenn man den Speedrun macht, dann würde man es natürlich nicht resetten. Ist logisch, ne? Braucht man nicht drüber reden. Hi. Oh boy. Oh boy, ich treffe keinen einzigen. Cool.
Aber sehr, sehr cooles. Also, das hat halt auch viel Wiederspielwert für Kaizo-Liebhaber. Für mich jetzt nicht so, aber, ne? Das stelle ich mir schon echt cool vor. Gerade eben für so Speedrunner, die da gerne die Herausforderung suchen. Die können ja das immer wieder neu starten und immer wieder versuchen, eine bessere Zeit zu erreichen. Einen besseren Rekord, vor allem im Endless Mode, ne? Da hört es ja einfach nicht auf. Kann man sich jetzt auch vorstellen, wie der Endless Mode funktioniert. Es hört halt einfach nicht auf. Na, da kommen dann halt die verrückten Japaner bis 1000 Sterne oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das immer noch zu wenig geschätzt. Okay. So viel dazu. Na, hier ist dann der Endless Mode. Oh, nice. Ah, oh, schade. Habe ich mich schon gefreut, dass wir mal wieder die Dings sehen. Ach, und guck mal, da sieht man dann, was der beste Zähler ist. Was man bisher am besten erreicht hat, wie weit man gekommen ist. Alles klar. Ich bin kein Fan von dem Sägenabschnitt. Der ist mir zu unvorhersehbar. Also der ist eigentlich nicht unvorhersehbar, aber ich bin einfach zu blöd dafür. Sind wir halt ehrlich. Das ist ein schöner Abschnitt. Das mit den Münzen ist ein schöner Abschnitt. Das geht eigentlich auch klar. Wenn man sich nicht ganz dumm anstellt. Das geht eigentlich auch klar, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt. Aber die Sägen, da mache ich immer den gleichen Fehler. Das lerne ich einfach nicht. Weil, ah ja, ne, das meine ich. Die Sägen kriege ich nicht hin. Da bin ich zu doof für. So, das kriege ich hin. Das kann ich eigentlich. Ja, wenn man halt nicht gerade blöd ist. Das ist sowieso das Schönste. Das kann man eigentlich echt nicht verhauen. Okay, neuer Versuch. Nice. Haben wir es mal geschafft. Sensationell. Irgendwie konnte ich nicht mehr in die Richtung, in die ich wollte. Aber okay. Gut. Gucken wir uns noch die Credits an. Denn meine Augen verlassen mich tatsächlich. Ist das so unscharf oder sind meine Augen gerade echt am Arsch? Das ist ein bisschen unscharf, ne? Ich glaube gleich, dass er sich so bewegt. Thanks for making. Ja, sehr cool. So, jetzt möchte ich mir jetzt mal kurz angucken, wie das aussieht ohne BG. Ist es dann angenehmer? Oh, das macht's schwieriger. Oh, das macht's deutlich schwieriger. Weil ich nicht abschätze. Oh, das. Oh, weiß ich nicht. I. Mist. Ich finde, das macht's irgendwie schwieriger. Mal guck mal, gerade wenn ich nur im Schwarzen bin, gerade am Anfang, da weiß ich überhaupt nicht, wann es losgeht. Wobei mir das vorher eigentlich ja auch nicht gewusst. Ach du Schande. Wobei mir das ja vorher überhaupt auch nicht gewusst hat. Also, vielleicht macht es das auch nicht schwieriger. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht mehr so anstrengend für die Augen. Aber ich glaube, da bin ich einfach nur besonders empfindlich. Oh Gott. Oh Gott. Besonders empfindlich. Ich frage mich halt, ob wir jetzt schon alle Modi gesehen haben, die es gibt, oder ob wir tatsächlich noch welche ausgelassen haben. Weil der zum Beispiel ist jetzt auch gerade neu dazu gekommen. Der ist ja richtig gemein. Den habe ich noch nicht gesehen vorhin. Deswegen schätze ich mal, wir haben noch nicht alles gesehen, was es gibt. Aber dafür seid ihr eingeladen, das selber zu spielen. Link ist in der Beschreibung. Und
Oh, das ist auch ein echt gemeines Ding. Oh mein Gott, ja. Wieso starte ich bei 7 und 3? Hä? Hä? Startet man praktisch ab dem Midway Point oder was? Ah, Mist. Aber das Level wurde doch als geschafft gewertet. Starte ich jetzt ab dem Midway Point? Hä? Wieso starte ich bei 37? Sicher jetzt erst. Hä? Wenn ich jetzt Exit mache? Starte ich dann wieder bei 0? Nee. Okay. Muss man dann wahrscheinlich eine neue Datei anlegen oder so, damit man bei 0 startet. Wenn man es einmal geschafft hat. Oder man spielt halt den Speedrun. Da startet man natürlich bei 1. Interessant. Weiß jetzt nicht, wie das zusammenhängt. Okay, also ich... Es kommt mir dann doch ähnlich vor eigentlich. Oh Gott, ich treffe nichts. Oh, ist das traurig. Nee, also für die Augen ist es entspannender. Das auf jeden Fall. Ich hatte erst den Eindruck, man kann es dann schwieriger... Oh Gott. Man kann schwieriger vorhersehen, aber... Eigentlich ist es Quatsch. Das geht voll okay. Wow. Ich kann irgendwie gerade nicht aufhören, ne? Wir meinen, wir haben alles gesehen. Ich bin im Prinzip zufrieden. Und ja, wenn wir jetzt hier tot sind, würde ich sagen, schließen wir dann auch. Na komm, einmal machen wir noch. Einmal nochmal gucken, wie weit wir kommen und dann, oh Gott, das ist auch kein schöner. Der ist sehr schnell, da macht man sehr schnell einen Fehler. Huh. Oh, enger Gang, enger Gang. Ja, okay. Okay, ist in Ordnung. Ich könnte gerade irgendwie nicht aufhören, aber ich muss aufhören. Ich will das Video nicht zu lange machen. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ab heute Abend kommt Mario Maker, je nachdem, wie ich das aufgenommen bekomme. Zumindest das Spiel müsste heute kommen. Entsprechend werde ich da schon versuchen, heute Abend gleich noch eine Folge hochzuladen. Weil ich, wie gesagt, relativ schnell an die generierten Level möchte. Und ich weiß nicht, ob es da einen großen Tutorial-Modus gibt, den man erst spielen muss. So einen kleinen Karriere-Modus, den man erst spielen muss. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man auch direkt in die normalen Level rein. Das wäre natürlich das, was ich mir wünschen würde. Weil ich weniger das von Nintendo gebaute spielen will. Auch wenn da vielleicht auch coole Sachen dabei sind. Als die Custom-Sachen. Das interessiert mich deutlich mehr. Ja, sowas wie 100 Mario Challenge und solche Geschichten. Da wäre ich dafür. Aber wir werden sehen, was das Spiel alles bietet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Gut. Und vor allem von der Steuerung her, es wird ganz anders sein als SMB. Ich glaube, ich werde kompletten Quatsch machen. Ich habe schon gesehen, man kann auf Sägen nicht spinjumpen und solche Geschichten. Hilfe. Egal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.